So, jetzt sind wir zurück. Und ich habe mir eigentlich keine großen Gedanken jetzt gemacht, was wir noch so machen könnten. Außer, dass ich mir natürlich jetzt ein bisschen Grünzeug organisiert habe. Und das tun wir mal jetzt hier irgendwo hin. Die Frage ist, wohin? Ich habe überlegt, vielleicht fürs Fenster. Hier. So schön. So. Sieht man das eigentlich schon? Das sieht nichts aus, gell? Naja, das ist Blödsinn. So. Noch hier an die Wand. Oh, jetzt kommt andersfarbiges. Ach, egal. Mit den Hecken, oh, Entschuldigung, mit den Hecken arbeite ich gerne. Kannst du schöne Sachen mitmachen. So. So, 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 so. Wie gesagt, wir wollen in den Unterschlupf. Das heißt, ich werde jetzt hingehen, mir noch ein bisschen was an Material machen, die Taschen frei machen. Ich brauche ein paar Fackeln, ich brauche ein bisschen Eisen. Oh, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Welcher Baum gehört denn jetzt zu wem? Naja. Dafür schalten wir natürlich schon die Zombies an. Weil, und das ist sehr langweilig. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Dann ist es halt so. Nahrung mache ich mir gerade für ein bisschen was hier mitzunehmen. Da. Ja, damit ich es ein bisschen dabei habe. Ich nehme mal einen Eimer mit für Lava, je nachdem. Wenn wir es soweit vorschaffen. Holz mag nicht, Lehm mag nicht, Sand nicht, das nicht, das nicht, Taschen. Boah, voll. Toll. Toll. Ich brauche eine neue Truhe. Das räume ich später alles richtig auf. Das wird später alles richtig aufgeräumt. So. Das kann rein, 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 das kann rein. Natürlich brauchen wir jetzt Oberlamp. 1, 2, 3. 1, 2, sag ich jetzt mal einfach. Die nehme ich mal mit. Das Holz nehme ich auch mal mit. Das kann weg, das kann weg. Das nimmt alles Platz weg. Dann brauchen wir noch hier. Mal ein paar Sticks, paar schöne Sticks. Kohle nehmen wir hoffentlich genug gleich wieder mit. So, habe ich jetzt alles. Das Essen noch. Und das sieht bei diesem Textures Pack ja super lecker aus. Ein schönes Steak für unterwegs. So, was soll ich noch machen? Habe ich was abgelegt? Ich habe zwei Eimer dabei, ich habe ein Schwert dabei. Ja, den Test nehmen wir mit. Gut, dann auf los geht's los, Option und machen wir mal auf einfach, das reicht mir. Wenn ich nämlich irgendwo runterklatsche, dann tut das nicht ganz so weh. Ne? So, dann gehen wir mal suchen. Vor allem mache ich mal eine Markierung, dass ich wenigstens weiß, wo ich hier rein bin. So, hier fängt es schon an. Klatsch. Hier fängt es schon an. Ich sehe jetzt schon, ich komme gleich nicht mehr zurück. Aha. Da, das ist der Barf. Na? Hey, 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 hey. Mach mal hier keine auf dicke Willi. Oh ja, die hat mir noch gefehlt jetzt. Na, 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 na. Komm, komm. Komm, komm. Bam! Warte, wir haben schon den Weg frei gemacht, ne? Aber ich habe schon Hunger. Weil die Knochen zum Beispiel, die sind ja auch wichtig, ne? Die Knochen, die man so sammelt, für Knochenmehl draus zu machen. Das ist natürlich auch alles sehr. Oh, jetzt habe ich ja voll ins Loch gegriffen. Jetzt aber.
Du Pirat, du. Aber die wollen es direkt voll wissen, ne? Das ist schon ein ganz anderes Spielen, wenn man das dann so anhat. Eben konnte ich schön chillig sammeln. Jetzt sind die Creepers auf mich sauer. So. So. Hoffentlich hört man das nicht so, das Pusten. Ich habe gemerkt, in den anderen Videos hört man doch schon ganz schön das Pusten aus meiner Nase. So, stirb. Aha. Gut, hier geht's Wasser, hier geht's runter. So. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Diamantenjagd machen. In der Zeit bleiben wir hier unten, vielleicht finden wir ja was. Vielleicht finden wir ja was Gutes. So. Ja, YouTube. Oh, was ist das denn? Ah, guck mal, hey. Fängt direkt volle Pulle an, ja? Ah, wie ich das hasse, wenn die sich abhauen. Wo ist er hin? Na? Durch die Wand abgesäppt. Die Drecksau. Hat er sich direkt abgesetzt? Bestimmt irgendwo hier hinten dran. Oder oben drüber. Dann komm. Mecker nicht, komm her. Nein. Erschreckt mich jedes Mal. Arschloch. Darf man das sagen eigentlich? Als Let's Player, Arschloch? Ja, okay. Dann komm doch. Wo bist du denn? Ich kriege dich, mein Freund. Ich kriege dich. Hm. Mensch, wüsste, wo er sich abgesetzt hat. Irgendwo ist das. Oh, und der ist sauer. Aber wo ist er? Also, ich finde ihn nicht. Ist er hier runter? Nee, kann er ja nicht. Ist er zu weit? Ist er doch! Ich wusste! Bis man das Schwert gezogen hat, dann wieder ist er wieder weg. Ey, lass doch mal was Richtiges fallen. Das war doch jetzt Mist. Doch, da, guck mal, eine Enderperle. Lecco mio, ich habe eine Enderperle. Und das direkt am Anfang der Welt, das ist ja schon mal gut. Ha, jetzt fühle ich mich, gut. Richtig Porno fühle ich mich jetzt. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Aber hier war eh nichts mehr, ne? Ich muss ja nach unten. Wir wollen ja schon gucken, dass wir hier an unser Diamant kommen. Deswegen brauche ich mir jetzt hier so eine Treppe runter. Markiere mir das Ganze. Damit ich auch weiß, wo ich herkam. So, so, so. Also die sind richtig böse, gell? Aha. Aha, aha, aha. Ach, guck mal, hey. Hier sind wir doch zu Hause. Das ist doch schön. Hier können wir schön abbauen. Schön Eisen mitnehmen, für eine Rüstung nachher mal zu machen. Apropos, habe ich das ganze Eisen mitgeschleppt? Nee, habe ich nicht. Das gefällt mir sowas hier. Schöne Treppe schon am Rand. Was Besseres kann es nicht geben. Da läuft meine Kohle runter. Ich komme hier nie wieder raus, ey. Guck mal, das führt mich genau ins Wasser. Wir haben schon mal Redstone. Das Wasser führt mich genau in die Lava. Oh Mann. Reden und gleichzeitig spielen ist nicht einfach. So. Redstone. Tada. Oh. Lava. Ich müsste jetzt direkt schon mal dick Diamant liegen. Ey, dann haben wir direkt schon geschafft. Dann haben wir es von vornherein direkt geschafft.
So. Jetzt baut er das nicht dahin, wo ich das will. Aha, er hat's genommen. Hier muss doch irgendwo Diamant direkt sein. Das wäre der Hammer, wenn wir jetzt direkt Diamant finden täten. Das wäre wirklich der Kracher. Aber so viel Glück habe ich normalerweise nicht. So, das reicht mir eigentlich schon, dass ich überall, schon überall schön Eisen finde. Deswegen habe ich mir zwei gemacht. Drei habe ich sogar mitgenommen. Weil ich genau wusste, wie das passiert. Und ich mich hundertprozentig geradeaus nach oben bauen muss. Aber hier ist nichts zu holen, in meinen Augen. Hier ist nichts zu holen. Diamant lässt sich ja auch immer Zeit. So. Entschuldigung, gehen wir mal hier hoch. Das habe ich dunkel gemacht. Also, das ist nichts. Viel ist das nicht. Eisen, ohne Ende Eisen. Aber kein Diamant. Diamant wäre jetzt so schön gewesen. Plopp. Zack, 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 zack. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt gleich direkt auf Lava treffe hier oder sowas und direkt sterbe. Wie peinlich wäre das denn? Weil es blubbert doch ganz gut. Na. Bisschen Matsch in den Weg. Wir gehen mal einfach querfeldein. Und hier die Kurve runter. Zack, 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 zack. So. Ich höre Lava. Ich höre Skelette. Skelette. Wenn es derselbe Lavastrom ist, ist es bestimmt immer wahr, dann bin ich eigentlich nur im Kreis. Das kann gut sein. Ist das die Tiefe? Ja. Tja, das war natürlich jetzt nicht so prickelnd, wie ich mir das erhofft habe. Was bleibt da so über? Dann gehen wir oben drüber. Ne, nicht wahr. Zack. Ist aber schön hell mit so Lava, muss ich ja ehrlich mal sagen. Scheiße. Ah, hier geht's lang. Da ist der Weg. Siehst du, man muss sich erst ein bisschen was freibuddeln, damit man weiß, wo man hergehen kann. Ach, ich habe so viele schöne Spiele noch, die ich eigentlich jetzt zocken könnte. Lust hätte zu zocken, mit euch. Aber das ganze Projekt muss erstmal anlaufen jetzt. Damit ich überhaupt mal weiß, was die überhaupt Sache ist. Ob das überhaupt alles so funktioniert, dann kann ich hundertprozentig mal sagen, dass ich noch bestimmt 10.000 Let's Plays aufnehmen werde. So. So, 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 so. Buh! Ist hier jemand? Ich habe eine Schere. Ja, meine Schere des Todes ist das. Ey, ihr seid so geil. Danke, lieber Gott. Ne? Diamanten. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass die uns nicht verloren gehen. Ne? Weil das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Ach, guck mal, hey. Guck mal, hey, ist das nicht schä? Diamanten. Jetzt darf ich nicht runterblumsen. Nicht fallen, nicht fallen. Diesen einen Klotz will ich noch haben. Der Redstone ist mir egal, Diamant ist mir wichtiger. Zack. Ach, ist das nicht schön. Wie Weihnachten. Jetzt haben wir ja eigentlich ein bisschen was schon. Jetzt bräuchte ich ja eigentlich gar nicht mehr so tief hier reinzulaufen.
ich will mal gucken, was noch so gibt. Ich bin ja wieder so ein Gierlappen. Ich bin ja so ein kleiner Gierlappen wieder jetzt. Entschuldigung. Und musste ich immer meine Finger reinhalten jetzt hier und überall mal gucken, wo noch was sein könnte. Hier ist bestimmt noch mehr. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ja, was können wir noch, worüber können wir denn noch quatschen? Ha! Jetzt geht die Hälfte der deutschen Bevölkerung geht jetzt nicht mehr zum Arzt. Ne? Ist ja die Praxisgebühr wird ja abgeschafft nächstes Jahr. Das heißt, Zahnarzt, Ohrenarzt, Augenarzt, die können alle mal warten. Ach Gold, das haben wir noch nicht gefunden. Dann kann man schön noch bis nächstes Jahr warten. Das kann man sich also dann noch sparen. Wenn man noch nicht in dem Quartal drin ist jetzt. Ne? Also, ach, ich gehe sowieso nicht oft zum Arzt. Wann bin ich mal zum Arzt? Wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten, vielleicht. Aber sonst? Wie sieht es mit euch aus? Oft zum Arzt, weniger oft zum Arzt? Schreibt's in die Kommentare. So. Also ich glaube, ich bahne mir hier ganz umsonst den Weg durch die Lava. Oh, durch die Lava. Weil hier nichts geht. Bin ich jetzt ein dummes Geslapp mir auf einmal eine. Uiuiuiui. Ich bewege mich auf sehr dünnen. Achso, ja, da war doch was. Ich habe auch extra hier zwei Eimer mitgenommen. Um mir Lava mitzunehmen. Herrgott, Marie. Und warum nimmt der Junge das nicht mit? So. Ach ja, todesmutiger Gang über die Lava. Das war geplant. Das hasse ich, wenn das passiert. Dummes Geslett ist von der Seite ankommt und haut mich hier runter. Ich sehe, komm, ich lande heute noch drin. Dann sind die Diamanten alle futsch. Deswegen mache ich diesen jetzt und hau mal hier quer durch die Barrikade ab. So. Oh, Entschuldigung. Jetzt hier raus, aber ganz schnell. Ihr kennt das ja bestimmt selber, wenn ihr da so dicke Dungeon geht und dann zack. Dann war es das mit euch, ne? Ach du Scheiße, jetzt habe ich ja genau hier so einen Fuzzi wieder vor dem Tür stehen hier. Und der steht genau vor meiner Lava, wo ich hm? Der kann, die können dazu. Das hätte Lava sein müssen, da hätte ich mich weggeschmissen. So, wo kam ich jetzt her? Ich kam von hier oben. Wir machen uns nämlich hier wieder schnell raus. Wir machen uns nämlich hier wieder raus. Erstmal, damit ich das ganze Zeug hier in Deckung bringen kann. Also von jedem etwas mitgenommen. Das ist ja schon mal optimal. So, haben wir das auch schon mal hinter uns? Zack, 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 zack. Ach, guck mal, das ist ein schönes Treppchen hier hoch. Da kommen wir wieder schön dahin an, wo wir herkamen. Nur hier komme ich nicht rüber. Was hast du denn hier da gedacht, Mezzo? So. Spinnen habe ich auch schon ewig keine mehr gesehen. Wo kam ich denn jetzt her? Überall die Fackeln? Das ist immer gut, dass man Fackeln sich setzt. Dann weiß man wenigstens, wo man herkam. Ne, hier war es auch nicht. Scheiße, hier kam ich gar nicht her. Stimmt, hier habe ich doch den Enderman. Ach, guck mal da. Die feige Sau. Boah. Verrecke! Und dieses Gegenseitig wickelt. Ich habe nämlich gerade nicht mehr viel... Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Ja, wo kommen die auf einmal her? Sag mal, hackt das. Es hackt doch bei denen. Sind sie denn deppert? So.
Ich bin jetzt ziemlich wagemutig mit meinen zwei Herzchen, mit meinen zwei Zelda-Herzchen hier weiterzumachen. Aber ich will jetzt hier raus. Willst du meiner Mama? Bei Mama war es doch am schönsten. Wo bist du? Da oben? Ich renne aber hier lang wieder zurück. Mir egal. Ist jetzt draußen dunkel geworden? Jetzt habe ich das Problem, dass ich rund um die Uhr dann halt Probleme haben werde, weil entweder machst du Bumm oder lässt es Sinn. So, rund um die Uhr Probleme kriegen werde in meinem Wald mit den ganzen Bogenschützen, sage ich das mal einfach, hier mit diesen Skeletten. Weil die werden hier nicht verbrennen, die kriegen ja keine Sonne ab. Ne? Das ist ja das Problem an der ganzen Chose hier im Wald. So Abwehrwaffen hier noch hier bauen. So, wir haben Diamanten. Das ist doch schön. Wir haben Diamanten, wir haben Kohle mit nach Hause gebracht. Ach, alles noch in einer Folge hier geschafft, das gibt's ja nicht. So. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir noch hier, was können wir da drin tun? Wir haben jetzt Glas, das kann weg. Die Lava kann weg. Jetzt können wir hier uns mal gleich eine Rüstung draus machen. Das heben wir mal auf, das heben wir mal auf, das heben wir uns auch mal auf und wir heben uns alles auf. Alles mal beiseite. Ich muss auf jeden Fall mir eine Lagermöglichkeit ausdenken. Das geht ja so nicht weiter. Direkt ordentlich geordnet. Entweder mache ich dafür einen extra Keller. Baue dafür einen riesen Kellerraum aus. Oder das ist scheiße. Am besten ist ja ein Keller oder sowas. Oder ein neues Gebäude. Ich denke mal, da brauchen wir einen Keller. Oder besser gesagt, nee. Soll ich einen Keller ausbauen? Schreibt's in die Kommentare. Da muss ich noch Gedanken drüber machen. Aber ich denke, wir bauen das in den Keller.